Du feudelst zwar immer deine Fliesen, aber die Fugen wollen nie so richtig sauber gehen. Doch fürs Fugenreinigen gibt's einen extra Spezialtrick, den ich dir in diesem Video einmal zeigen möchte. Alles, was du dafür benötigst, ist Backpulver. Sowie eine Zahnbürste und ein bisschen Wasser. Als erstes nimmst du dir eine kleine Schale und gibst dort eine Packung Backpulver hinein und füllst dann noch ein wenig Wasser mit rein, so ungefähr 1 bis 1,5 Schnapsgläser. Dann rührst du die ganze Mischung einmal um, die sollte jetzt schon so richtig schön schäumen. Und dann kannst du mit einer alten Zahnbürste ganz einfach durch die Fugen wischen. Denn das Backpulver hat tatsächlich eine Reinigungsleistung, die du mit keinem anderen Mittel so wirklich hinbekommst. Und du musst hier eben nicht einmal Chemie anwenden. Jetzt musst du mit der Zahnbürste eben nur noch deine Fugen schön durchbürsten. Und dann siehst du auch schon, wie sie langsam immer heller wird. Diese Fugen sind jetzt sowieso grau, also hellgrau. Das heißt, sie werden nicht komplett weiß. Aber man sieht auf jeden Fall schon, dass sie deutlich sauberer werden, wenn du mit der Zahnbürste und dem Backpulver eben immer wieder drüber gehst. Problem an der Sache ist natürlich, dass es ein wenig dauert. Aber dafür musst du deine Fugen ja auch nicht jede Woche reinigen. Am Ende dann einfach nochmal mit einem feuchten Lappen drüber wischen und dann sieht man hier schon deutlich die Veränderung, denn wir sind nur bis zur oberen Kante hier gegangen, da haben wir dann aufgehört und da sieht man schon den Unterschied vorher nachher. Und so sieht man es, glaube ich, noch einmal deutlicher, wie schön sauber die Fuge doch geworden ist, indem wir einfach nur ein bisschen mit der Zahnbürste und Backpulver da durchgegangen sind. So einfach kannst du deine Fugen reinigen mit Backpulver und Wasser. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie das Fugenreinigen mit Backpulver bei dir zu Hause funktioniert hat. Außerdem solltest du nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine coolen Tipps und Tricks mehr verpasst.